Der VCÖ hat es geschafft, Mobilität einfach breiter zu definieren und breiter aufzustellen. In den 70er Jahren war Mobilität motorisierte Beweglichkeit. Und mittlerweile sprechen wir von Mobilität von Fußgängern und Fußgängerinnen, von Radfahrern, von öffentlichem Verkehr, also von allem dem, wo Mobilität drinnen ist. Und das ist, glaube ich, dem VCÖ zu verdanken. Man muss sich den Bereich des sozialen Feldes noch genauer anschauen. Es gibt viele Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, alte Leute, Menschen mit Behinderung oder Armutsbetroffene. Und über 44% der Einkommensschwachen legen sozusagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ihre Kilometer zurück. Das heißt, der öffentliche Verkehr ist sowas wie ein soziales Netz für Einkommensschwache. Und ich glaube, auf das, auch aufgrund der Situation, dass die soziale Schere immer stärker auseinandergeht, muss man auf dieses Feld stärker ein Augenmerk legen.